Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Mit einem leistungsgerechten Unentschieden trat der FSV Frankfurt am vergangenen Freitag die Heimreise aus Homburg an. In ereignisreichen Schlussminuten trafen zunächst die Schwarz-Blauen eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung, ehe die Homburger in der Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielen konnten. Morgen empfängt der FSV Frankfurt die Offenbacher Kickers zum immer gern gesehenen Main-Derby in der PSD-Bank-Arena. Mit aktuell 10 Punkten rangieren die Offenbacher aktuell auf dem 8. Tabellenplatz. Die Saison des OFC glich bisher einer Berg- und Talfahrt. Nach 2 Niederlagen zum Saisonauftakt folgten 2 Siege gegen die zweiten Mannschaften von Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim, ehe ein Unentschieden gegen Fulda und eine Niederlage gegen Schott Mainz wieder die Euphorie bremsten. Mit dem deutlichen 5:2-Erfolg gegen den Balinger SC am vergangenen Wochenende hoffen die Kickers nun in die Spur gefunden zu haben. Allerdings haben die Mannen von Cheftrainer Tim Görner da morgen auch noch ein Wörtchen mitzureden. Geleitet wird die Partie von Lukas Heim mit seinen Assistenten Jürgen Schätzle und Lukas Lindenmeier. Anpfiff ist um 16 Uhr. Funkstätter, die Biermacher. PSD Bank Hessen-Thüringen und der FSV Frankfurt verlängern Partnerschaft vorzeitig bis 2028. Bereits seit März 2018 trägt das Stadion am Bonner Hang den Namen der PSD Bank. Diese Partnerschaft wird nun bereits zum zweiten Mal vorzeitig verlängert und läuft mindestens weitere 5 Jahre. Das bedeutet, dass die PSD Bank Hessen-Thüringen bis zum Sommer 2028 Namensgeber der PSD Bank Arena bleiben wird. In der seit 2018 von beiden Seiten gelebten Partnerschaft sind neben dem Naming Right der PSD Bank Arena auch die finanzielle Unterstützung des DFB-lizenzierten Nachwuchsleistungszentrums, des FSV Frankfurt und der vom FSV betriebenen FFH Fußballschule inbegriffen. Auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist am Wochenende wieder im Einsatz. Am Samstag tritt die U16 des FSV beim Kabener SV 2 an. Am Sonntag gastiert die U19 der Schwarz-Blauen beim KSV Baunatal und die U14 beim VfB Stuttgart 2. Die U17 und U15 des FSV empfangen den KSV Hessen-Kassel bzw. den VfB Stuttgart zu Hause. Alle weiteren Termine bzw. Testspielgegner unserer Nachwuchsmannschaften findet ihr wieder auf der Homepage des FSV Frankfurt. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.